Hey guys, ich möchte heute Abend mit euch Valorant spielen. Ein charakterbasierter, taktischer 5 gegen 5 Shooter. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donnef204. Aber ernsthaft, ich möchte heute den 5., morgen den 6. und übermorgen den 7. August jeweils um 21 Uhr mit euch Valorant spielen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Das Ganze ist kostenlos und ich würde gerne mit meiner Community ein kostenloses Spiel zusammenspielen. Und wenn wir 10 Spieler zusammenkriegen, müssen wir nicht mal mit irgendwelchen anderen Online-Spielern zusammenspielen. Dann können wir wirklich nur mit unserer Community spielen. Das Ganze ist kostenlos auf playvalorant.com. Link in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren oder rechts oben in der Infobox. Link gibt es auf jeden Fall hier in dem Video. So, dann springen wir mal kurz ins Spiel. Nämlich bei Custom Games. Custom Game können wir zu 10 spielen. 5 Attackers, 5 Defenders und auf einer Map, auf der wir Bock haben, können wir einfach spielen, wie wir das lustig sind mit dem Spielmodus, auf dem wir gerade Bock haben. Und das wäre ziemlich cool, wenn wir 10 Spieler zusammenkriegen. Ihr müsst das Spiel noch nie gespielt haben, ihr müsst gar nichts können, ihr müsst einfach nur Lust haben, mit meiner Community und mit mir zusammen ein Spiel zu spielen. Das müsst ihr machen. Ladet euch das Spiel runter. Und dann müsst ihr wahrscheinlich das Tutorial spielen, kommt anschließend wahrscheinlich in diesem Bildschirm oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Und dann klickt ihr hier auf diese graue Leiste, hier unten auf dieses Mannequin, gebt bei Riot ID einfach Don Fischer ohne Leerzeichen ein, großes F, großes D und bei Tagline 204. Wird auch in der Videobeschreibung und sicherlich auch in einem Kommentar nochmal verewigt sein, wie meine Riot ID ist. Damit ihr das dann auch eingeben könnt. So, meine Freunde. Dann, wie gesagt, werdet ihr wahrscheinlich ein Tutorial spielen müssen. Das spielt ihr einfach kurz durch. Und das Tutorial befindet sich dann auf der Shooting Range. Die kann ich euch mal kurz demonstrieren. Dort befindet ihr euch auch nach dem Tutorial, glaube ich, noch. Und könnt noch ein bisschen einfach in der Open Range noch ein bisschen rumlaufen und spielen. Und das machen wir jetzt auch. Ich zeige euch kurz das Spiel, worum es überhaupt geht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, heute 21 Uhr, morgen 21 Uhr und übermorgen 21 Uhr mit der Community Valorant zu spielen. 10 Leute bräuchten wir dafür. Das wäre ideal. Wenn wir 10 Leute nicht vollkriegen, müssen wir halt mit anderen Spielern online spielen. So, Select Agent. Es gibt sehr viele Agents. Wie man sehen kann, sind das 19 Stück. Und es gibt von Anfang an im Trainingsmodus, alle Agents sind zur Verfügung, ihr könnt alle ausprobieren. Im eigentlichen Spiel habt ihr dann allerdings, wenn ihr das Spiel neu installiert, nur 5 Helden zur Auswahl. Das wären einmal Brimstone, einmal Jett, einmal Phoenix, einmal Sage und einmal Sova, das waren glaube ich alle 5. Und ihr könnt relativ schnell am Anfang noch 2 zusätzliche Helden freischalten. Das dürftet ihr dieses Wochenende locker schaffen. Dementsprechend testet auf der Shooting Range einfach mal ein paar Agenten aus. Und ich zeige euch jetzt erstmal die 5 Standardagenten, was sie können und erkläre euch anhand dieser Agenten die Rollen, die es gibt. So, fangen wir an mit Jett. Okay. Play Jett. Wir fangen an mit Jett. Und zwar, Jett ist ein Duelist. Duelist bedeutet, dass ich Duelle mit Gegnern eingehe. Macht ja Sinn. Das ist, ich bin halt dazu da, mich mit Gegnern zu duellieren. Das ist meine Rolle und dafür habe ich auch das entsprechende Ability Kit. Mit B könnt ihr ins Kaufmenü. Hier unten seht ihr die Abilities. Die kann ich jetzt aber im Trainingsmodus nicht kaufen und verkaufen. Weil ich im Trainingsmodus unendlich davon habe. Aber im normalen Modus muss man die dann kaufen. Und auch die Waffen muss man dann kaufen. Wie bei Counter-Strike, wenn ihr das kennt. Falls nicht, erkläre ich das nachher vielleicht nochmal. Okay? Aber erstmal zu den 5 Standardhelden und zu deren Rollen. Gut, ein Duelist. Hat als Rolle, sich mit Gegnern zu duellieren und dafür hat man zum Beispiel einen Dash. Den kann man aktivieren und danach nochmal die Dash-Taste drücken und schnell dashen. Das ist zum Beispiel gut, um
bestimmte Bereiche zu überbrücken. Wenn ich weiß, hier sind jetzt ein Haufen Gegner und die schießen hier in die Richtung und ich möchte jetzt aber dorthin, dann kann ich zum Beispiel hier eine Smog platzieren und dann in diese Smog reindashen und zack, bin ich schon dort. Und das ist dann nicht so gefährlich, als wenn ich dann hier einmal so lang laufe. Okay? Logischerweise, das braucht man nicht drüber reden. Oder auch, wenn ich zu dem Gegner hindashen möchte. Ups, da habe ich jetzt außerdem zweimal gemacht, aber zack, dann bin ich drin. Ich bin kein Jet-Spieler, okay? Also das sieht bei mir ein bisschen träge und krüppelig aus. Aber ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Könnt ihr einfach hier auch ein paar Smokes platzieren. Und dann zack. Okay. Ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Man sollte es vielleicht andersrum machen. Erst den Dash aktivieren, dann die Smokes platzieren und dann reindashen. Das funktioniert besser. Aber okay, gut. Wie gesagt, ich bin kein Jet-Spieler. Ich bin allgemein kein Duelist-Spieler. So. Und dann gibt es noch die Ultimates. Rechts unten bei den Abilities, die vierte, wo das X drunter steht. Das ist die Ultimate. Da sind solche Punkte eingezeichnet. Die bekommt man, indem man zum Beispiel Gegner tötet, den Spike, also die Bombe platziert oder die Bombe defused, weil das ist das, was man tun muss. Erkläre ich später. Dafür bekommt man Punkte. Und wenn man genug Punkte hat, kann man die Ultimate einsetzen. Bei Jet, zeige ich euch, ist es, wie heißt die Ability? Bladestorm. Mit F1 könnt ihr übrigens die Abilities anzeigen lassen. Was sie bewirken, steht dann immer da in dem Text. Bei mir jetzt auf Englisch, weil ich das Spiel auf Englisch gestellt habe. Ihr könnt das ruhig auf Deutsch stellen. Und dann könnt ihr euch auch die Abilities mal durchlesen. So, mit X kann ich die Ability aktivieren. Und dann habe ich solche Messer. Die landen immer punktgenau. Selbst wenn ich mich bewege, zack. Oh, ja, wenn ich mal aimen würde. Okay, ich bin richtig scheiße. Okay, ich habe mal getroffen nach 3 Stunden. Selbst wenn ich mich bewege, sind die immer punktgenau. Das ist Jets Ultimate und das Ganze auch, und das ist das Coole, wenn ich springe, funktioniert das Ganze nämlich auch, weil Jet hat nämlich die Fähigkeit, mit gedrückt gehaltener Sprungtaste zu schweben und hat auch eine Ability, die Q-Ability, mit der man sehr hoch springen kann. Mit der kann ich sehr hoch springen, über die Gegner fliegen und dann einfach die Gegner töten. Indem ich zum Beispiel, wenn ich weiß, hier hinter dieser Mauer ist ein Gegner, beispielsweise an dieser Stelle, ist es ja extrem gefährlich, wenn ich, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal hier die Wände. Wenn ich jetzt so hier pieke und schieße, ist ja extrem gefährlich. Es macht natürlich dementsprechend mehr Sinn, weil der Gegner wird die Tür abaimen, wenn ich hochspringe und dann so ihn abschieße. Wenn ich weiß, dass da ein Gegner sein könnte. Gut, nur dass wir das mal geklärt haben. Lass uns. Jet ist ein Duelist, wie gesagt, zum Angreifen da. Phoenix genauso ein Duelist, ebenso zum Angreifen da, hat aber ein völlig anderes Kit. Werdet ihr gleich sehen, die spielen sich sehr unterschiedlich, die Agenten. Phoenix hat einen Molly auf E, also ein Molotow. Dann können die Gegner nicht so leicht durch die Tür pushen, kriegen dabei Schaden, sind leichter zu töten, hält aber nicht sehr lange an, wie ihr seht. Aber das spielt keine Rolle. Es kann die Gegner vom Pushen erstmal abhalten und das kann manchmal schon reichen. Manchmal 1 Sekunde, 2 Sekunden reicht manchmal schon. Und auch geil, wenn er in seinem Feuer drin steht, heilt er sich. Sieht man drumherum, hat man jetzt gesehen, die grüne Aura. Die Heilaura. Und hier steht auch Healing über der Lebensleiste. Steht auch Healing. Er wird geheilt, wenn er in seinem Feuer steht. Kann er sich selbst heilen. Dann hat er auch eine Smoke Wall, die er auch ein wenig steuern kann. Da kann er eine Kurve reinmachen. Oder vielleicht auch ein bisschen besser. Ja, schon wesentlich kurviger. Und dann kann man einfach hier so langlaufen. Zack, und weiß, man wird vom Gegner nicht gesehen. Wenn die auf die Tür aimen zum Beispiel. Okay. Oder halt, um das Beispiel hier nochmal zu zeigen. Wenn man hier lang laufen möchte, zack, bumm, fertig. Ist man auf der anderen Seite plötzlich. Die Gegner können es nicht sehen. Gut. Und er hat eine Flash. Mit der kann man nach links oder nach rechts flashen.
Wenn die Gegner in die Flash reingucken, sind sie blind. Das kann ich ja mal ganz kurz demonstrieren, indem ich einfach selbst reingucke. Und dann bin ich blind. Ich sehe wirklich absolut nichts. Ich sehe nothing, also wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich hingucke. Und das ist natürlich extrem praktisch, wenn ich jetzt hier nach links... ich weiß wieder, da ist ein Gegner. Und ich möchte hier nach links... Zack, rein, gleich schießen. Zack, rein, schießen. Gut. Haben wir das auch geklärt. Nächster Held. Ach ja, als Ultimate hat er die Fähigkeit, quasi ein zweites Leben zu haben. Das hier, da werde ich gleich respawnen nach einem bestimmten Countdown. Zack, verschwinde ich dort und tauche dort wieder auf. Hab quasi eine Art zweites Leben, kann die Gegner pushen, kann zum Beispiel, wenn ich weiß, hier sind jetzt ein Haufen Gegner, kann ich einfach mal reinpushen. Kann versuchen, die Gegner zu töten. Übrigens, wenn ich mich dabei bewege, seht ihr, treffe ich gar nichts. Und wenn ich gedrückt halte, ebenso nicht. Möglichst immer kurze Feuerstöße geben. Aber das kommt natürlich auf die Waffe an. Gut. Da haben wir Phoenix auch mal angeguckt. Nächste Klasse würde ich euch die Initiator zeigen. Da haben wir zum Beispiel den Sova als Standardhelden von Anfang an, als Standardagenten. Er wird auch im Tutorial gespielt. Er kann Gegner aufdecken mit seinen Abilities. Zum Beispiel sehe ich da jetzt eine Gruppe von Gegnern. Ich schieße da meinen Aufdeckpfeil hin. Zack, und dann sehe ich die Gegner durch die Wand durch. Da sind sie alle. Wunderbar. Der macht das dreimal. Dreimal so eine, keine Ahnung, so nah... Strahlung, keine Ahnung. Man kann den Pfeil aber auch zerschießen. Das geht auch, kann ich jetzt leider nicht demonstrieren. Aber wenn ich sehe, der schlägt hier ein, kann ich auch einfach draufschießen. Dann ist er kaputt. Dann kann ich nicht gescannt werden. Das geht auch. Und man kann ihn auch abprallen lassen von der Wand. Zum Beispiel so hier. So. Zack. Funktioniert genauso. Okay, warum der jetzt nur einen gesehen hat? Okay, gut, ist egal. Die Gegner müssen auch im Sichtfeld sein des Pfeils. Also wenn ich es so mache, dann gehen zwar diese blauen Linien zu den Gegnern, aber der Pfeil muss sie auch sehen. Also so ist es. Also man kann sich auch verstecken hinter irgendeiner Wand oder so. Dann hat er auch noch eine Drohne, die hat quasi dieselbe Aufgabe. Kann ich gucken, sind da Gegner hinter der Wand? Zack. Ja, da sind Gegner. Die können aber auch die Drohne natürlich zerschießen, aber ich kann hier zum Beispiel da reingucken, kann alle Spots abgucken, ob da Gegner sind. Alle Spots kontrollieren. Zack, da ist keiner. Da hinten ist keiner. Hier ist ein Gegner. Und dann kann ich einen Gegner markieren. Und dann sehe ich den Gegner auch durch die Wand durch für einen kurzen Augenblick. Das ist vor allem gut für meine Kameraden, die dann pushen wollen, wenn sie zum Beispiel einen Phoenix oder eine Jett spielen. Dann hat er noch mit Q ein Pfeil mit ein Schockdart, wie er hier heißt, und kann damit auch Gegnern Schaden zufügen. Schockdart. Aber ich bin kein Sova-Spieler. Ich habe keine Ahnung, wie weit oder so der gut fliegt. Der macht 80 Damage. Man müsste damit zweimal treffen. Schockdart. Um einen Gegner mit Shield zu besiegen. Ne, 75 Damage. Aber kommt aufs Gleiche. Weil mit Heavy Shield hat man 150 Leben. Wie man links unten jetzt sehen kann. 150 Leben. 75 ist genau die Hälfte. Also brauche ich zwei Pfeile, um einen Gegner damit zu töten. Gut, und auch ebenso kann ich das Ganze abprallen lassen von der Wand. Zack. Und dann treffe ich da hinten die Gegner. Gut, Ultimate kann er so eine Strahlen, die sogar durch Wände durchgehen, machen. Mit dem man auch die Gegner, die man getroffen hat, auch aufdeckt. Er ist halt, wie gesagt, zum Aufdecken da. Das ist seine Rolle quasi. Er ist der Initiator und sorgt dafür, dass der Push initiiert werden kann, indem ich einfach weiß, wo die Gegner stehen, und dann können meine Verbündeten besser pushen. Gut. Dann haben wir noch die Rolle des Sentinels. Das wäre bei den Standard-Agenten die Sage. Sie hat die Aufgabe, bestimmte Bereiche zu bewachen. Als Wächter im Deutschen, im Englischen Sentinel, kann sie eine Wand machen. Wenn jetzt jemand versucht, hier durchzukommen, dann
wird die Person die Wand zerschießen müssen. Und das höre ich. Ich weiß, wenn von dort jemand kommen möchte. Und sie hat Slow Orbs. Wenn ich weiß, von dort pusht jemand, kann ich diesen Slow Orb dorthin machen. Und wie ihr seht, bewege ich mich dann viel langsamer und mache laute Geräusche dabei. Damit kann ich die Gegner ausbremsen, also den Push des Gegners ausbremsen, was manchmal sehr wichtig ist. Mit E kann sie sich selbst oder andere heilen. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich jetzt gerade keinen Schaden kriegen kann, glaube ich. Fallschaden vielleicht irgendwo, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist egal. Er kann sie sich und andere Spieler heilen. Und mit der Ultimate kann sie sogar wiederbeleben. Verbündete Charakter. Aber das kann ich jetzt auch nicht demonstrieren. Und ist natürlich die Ultimate. Das kann sie nur sehr selten. So. Dann kann ich euch noch andere Sentinels zum Beispiel zeigen, um euch vielleicht die Rolle besser zu erklären. Zum Beispiel nehmen wir mal Killjoy. Wie gesagt, es geht darum, bestimmte Bereiche abzusichern. Killjoy kann zum Beispiel, hat zum Beispiel ein so ein automatisches Geschütz. Platziere ich das zum Beispiel hier so, dann sehe ich, dann sieht das Geschütz, wenn hier jemand durchkommt und schießt dann auf denjenigen. Dann weiß ich, wenn ich auf die Tür aime, dass von hinten jemand kommt, kann mich schnell umdrehen. Das war ziemlich langsam. Ja gut, ich bin scheiße. Aber ist nicht so schlimm. So, und dann kann ich einfach auf diese Tür aimen, ohne Angst zu haben, dass von dort von hinten jemand kommt. Kann aber auch von hier jemand kommen. Einfach so hier. Und um das auch noch abzusichern, könnte ich den Turret vielleicht eher hier hinstellen. Dann würde ich beide abaimen, aber dann würden die Gegner auch mich sehen, wenn ich direkt neben dem Turret stehe. Da muss man natürlich dann versuchen, ein bisschen logisch zu denken. Wie platziert man das? Platziere ich zum Beispiel das Turret hier? So ungefähr. Weiß ich, wenn von hier jemand kommt. Zack. Da. Jetzt schießt das Turret auf den Gegner. Weiß ich, von da kommt jemand. Holen wir es mal zurück, sonst nervt es. Und ich kann auch mit diesem Tool hier ein Alarmbot platzieren. Und wenn jetzt jemand versucht, hier durch diese Tür zu gehen, schlägt man Alarmbot Alarm. Kann ich jetzt mal an dem Gegner da zeigen. So, zack, Gegner gefunden. Und dann höre ich das, kriege ein akustisches Signal. Also platziere ich das Ding einfach hier. Das Ding macht sich auch unsichtbar, kann vom Gegner nicht gesehen werden. Und wenn jetzt einer durch die Tür kommt und wenn jetzt von dort ein Gegner kommt, merke ich das und kann jetzt ganz in Ruhe hier auf die Tür aimen zum Beispiel. Hab drei Eingänge gesichert. Das ist quasi meine Aufgabe als Sentinel, möglichst viele Eingänge einfach abzusichern. Gut, dann habe ich noch Mollys oder Swarm Grenades, wie sie hier heißen bei Killjoys. Kann ich einfach platzieren. Zack. Muss sie aber dann noch aktivieren. Das heißt, wenn ich tot bin, bringt das Ganze gar nichts. Ich muss sie noch aktivieren. Zack. Und dann macht das Ding Schaden. Zack. Tot war der Gegner. Können wir da hinten auch nochmal ausprobieren. Tot war er. Also es reicht, um einen Gegner zu töten. Aber nur wenn er keinen Armor hat, glaube ich. Haben die Armor? Nee. Armor ist enabled. Okay, die haben sogar Armor. Wie viel Schaden macht denn das? Vielleicht mal ausprobieren. Oh ja, das macht 180 Schaden. Ein Gegner ist auf jeden Fall tot, wenn er drin stehen bleibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, hier in dieser Ecke steht ein Gegner und aimt die Tür so ab, schmeiße ich mein Molly einfach dahin, mache so, zack, bumm, und dann muss er seine Position verlassen. Sonst stirbt er. Okay, nur dass man das mal gesehen hat. Also einfach zack. Und dann gleich aktivieren. Und wenn er dann da steht, ist er tot. Wenn er stehen bleibt. Gut, das ist ein anderer Sentinel. Und um zum Beispiel auch nochmal einen anderen Initiator zu zeigen, könnte ich jetzt... Ach, ich habe Brimstone gar nicht gezeigt. Kann das sein? Ich habe vergessen, Brimstone zu zeigen. Einen Smoker. Genau. Wenn ich zum Beispiel jetzt Defender bin und ich möchte diese Tür defenden,
Defenden klingt irgendwie. Ich möchte jetzt die Gegner davon abhalten, durch diese Tür zu pushen. Kann ich einfach meinen Smoke dort platzieren. Zack. Launching Smoke. So. Okay, das war nicht so gut. Und das war die falsche Taste. Okay, es läuft alles schief. Ist nicht schlimm. So, das. Okay, auf der Map geht das irgendwie nicht richtig. Das ist keine gute Map dafür. Jetzt habe ich es geschafft. Okay, gut. Normalerweise ist das nicht so schwierig, okay? So, und dann, wenn die Gegner versuchen zu pushen, sehen die einfach mal nothing. Erst wenn sie rausgehen, dann müssen sie sich orientieren, haben einen riesen Bereich vor sich, den sie abaimen müssen. Und ihr müsst nur diesen kleinen Bereich abaimen. Das ist dann wesentlich leichter für euch. So, um das nochmal hier zum Beispiel zu demonstrieren. Mensch, das landet immer auf dem Dach. Das ist ja richtig blöd. So, genau. Wenn ihr jetzt hier so durchpushen wollt, also die Gegner durchpushen wollen, dann sehen sie erstmal nichts. Und sobald sie was sehen, kann es schon zu spät sein. Dann, das ist halt einfach wesentlich leichter für diejenigen, die die Smoke up-aimen, als umgekehrt. Ist jetzt schwer zu erklären, aber es ist halt so. Dann hat er auch noch Molly, der macht richtig viel Schaden sogar. Und hält auch lange an. Dann auch noch einen Molly. So, und der macht viel Schaden. Die müssten jetzt eigentlich sterben. Genau, seht ihr, die sterben. Und das hat auch einen großen Radius. Hält auch sehr lange an, wie man sieht. Also das tötet auf jeden Fall. Kann man die Gegner vom Pushen abhalten. Das ist die Rolle des Controllers. Seine Rolle ist quasi, bestimmte Bereiche zu kontrollieren. Dann kann ich verhindern, dass, wenn jetzt zum Beispiel hier ein Gegner ist, kann ich... So, jetzt kann ich zum Beispiel wissen, okay, von links brauche ich keine Angst haben beim Pushen. Ich brauche nur nach rechts aimen, ob da Gegner sind. Gut, in die Smoke sollte ich nicht reinlaufen, vielleicht so hier. Kann ich einfach, zack, da ist kein Gegner, da ist kein Gegner. Beim Reinpushen kann ich dann die linke Seite komplett ignorieren, weil die können mich nicht sehen. Die könnten zwar blind in die Smoke reinschießen, aber würden mich wahrscheinlich nicht treffen. Dann hat er auch noch, auch gut zum Pushen, ein Stimbeacon. Alle Verbündeten, die in diesen Kreis einmal reingelaufen sind, können für eine gewisse Zeit schneller laufen. Wie man rechts unten sieht, Combat. Stim steht dort, können schneller laufen. Um mal einen anderen Smoker zu zeigen, zeige ich euch Viper. Viper, mein Favorit. Viper hat ebenso eine Kugel, die muss ich aber hinwerfen. Kann ich nicht aus der Luft holen. Und kann ich dann aktivieren. Dann seht ihr eine grüne Leiste über meinen Abilities. Die geht runter. Und sobald die leer ist, deaktiviert sich das Ding automatisch. Und ich kann es aber auch jederzeit wieder selbst manuell deaktivieren und einfach aufladen lassen. Und dann nach einer gewissen Abklinkzeit wieder aktivieren. Ich kann auch den Orb wieder aufnehmen und woanders hinwerfen. Zack. Und kann so auch relativ mobil arbeiten. Zusätzlich hat sie ähnlich wie Phoenix eine Smoke Wall. Zack. Und dann weiß ich ebenso, von links kann ich nicht abgeaimt werden. Ich brauche nur nach rechts gucken. Oder umgekehrt, je nachdem wie ich es brauche. Kann ich es natürlich auch so machen. Die kann ich normalerweise nicht wieder einsammeln. Das geht jetzt nur im Trainingsmodus. Und dann weiß ich hier die ganze rechte Seite, da kann mich keiner sehen. Ich kann ganz in Ruhe hier mal rein aimen und kann das deaktivieren und danach das hier abaimen. Also ich kann mir aussuchen, in welcher Reihenfolge ich hier etwas abaime beim Pushen. Genau, und dann hat sie auch Mollys, die machen aber nicht ganz so viel Schaden und das reicht nicht, um einen zu töten. Warum tauchen keine Gegner auf? Jetzt. So. Das reicht nicht, um einen Gegner zu töten. Aber die sind verletzbar. Seht ihr hier dieses Symbol mehr oder weniger an ihrem Körper? Das bedeutet, dass sie doppelten Schaden kriegen, wenn ich auf sie schieße. Kann ich euch mal kurz demonstrieren. Der Typ hier, ich schieße da mal drauf. 1, 2, 3, 4. Dann ist er tot. Benutze ich das Gift. 1, 2, tot. Doppelter Schaden. Also wenn sie durch mein Gift durchlaufen, kriegen sie für einen kurzen Augenblick doppelten Schaden. Sollten sie lieber vermeiden, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil diese
zwei Treffer, die man weniger in die Brust kriegen kann, sind sehr spielentscheidend manchmal. Und als Ultimate hat sie, kann sie einen großen Bereich absmoken. Quasi eine große Smoke-Kugel, in Anführungszeichen, ist ja keine Kugel, machen. Und kann einen großen Bereich absmoken, kann selber drin sehen, kann auch etwas weiter sehen als die Gegner können da drin auch sehen. Aber man selbst, also er könnte mich jetzt wahrscheinlich nicht sehen, ich ihn aber schon. Als Beispiel. Okay. Natürlich muss man auch immer darauf achten, wie platziert man das Ding. Und so weiter und so fort. Bei Brim habe ich euch gar nicht die Ultimate gezeigt. Kann ich auch noch machen. Brim hat auch eine mega coole Ultimate. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Video eigentlich an dieser Stelle. Nee, ich zeige euch noch Spike Planten und... ja. Zack. Und Diffusen. Das ist die Ultimate von Brimstone. Das ist quasi wie eine Art Riesenmolly, den ich überall hier auf dieser virtuellen Karte platzieren kann. Kann ich jetzt zum Beispiel auch hier an meiner eigenen Position machen. Und wenn ich drin stehen bleibe, sterbe ich. Aber ihr seht, das dauert sehr lange, ehe man tot ist. Also man kann entkommen. Man kann ganz einfach hier zack rauslaufen. Und zack, ich habe nur die Hälfte Schaden bekommen statt den vollen Schaden. Ich lebe noch. Und das ist halt sehr spielentscheidend, dass man auch einfach zack rauslaufen kann. Jetzt zack, sicher. Gut, nur dass ihr das mal gesehen habt. Also es ist nicht so ultimativ, wie man denkt, auch wenn es Ultimate heißt. Aber man kann sicher gehen, dass zum Beispiel dort niemand ist. Und dann kann man besser pushen, okay. Oder halt Gegner vom Planten abhalten oder vom Diffusen abhalten. Dazu kommen wir jetzt. Diffuse the Spike. Wir wechseln mal den Agenten vielleicht, oder? Ach, egal. Wir machen das mit Brimstone. Let's go. Gut, wir können Waffen und Abilities kaufen. Wir kaufen jetzt einfach mal eine Wendel und spielen los. Irgendwo sind jetzt hier Gegner. Da ist der Spike, den ich diffusen muss. Und irgendwo hier sind jetzt Gegner. Da ist ein Gegner. Zack, in den Kopf geschossen. Gut, ja gut. Ich, mein Arrow, wow, wow, wow. Okay, der hat auch auf mich geschossen. Ich spiele gerade auf Easy, okay. Also mit Easy Bots. Oh, ja. Bei Schwert hat er mich getötet. Kann ich euch versprechen. Okay, das waren alle. Diffusen. Okay, das Diffusen dauert, glaube ich, 7 Sekunden. Währenddessen kann man natürlich getötet werden. Das sollte man natürlich vermeiden. Das ist ungefähr das, was passiert, wenn der Spike geplantet ist. Und jetzt zeige ich euch noch die umgekehrte Variante, den Spike zu planten. Starten. Dann versuche ich mal mit der Phantom zu spielen. So, let's go. Got the Spike. Und wir versuchen jetzt den Spike zu planten. Irgendwo sind hier Gegner und verteidigen den Spot. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss natürlich alles abaimen. Da hinten. Der war tot. Dann könnte hier einer zum Beispiel sein. Kann ich durch die Wand durchschießen. Weiß nicht. Ja, da war einer. Cool. Weil hier stehen ganz oft Gegner. Das passiert übrigens auf einer echten Map. Und dann plant ich. Verstecke mich zum Beispiel hier in dem Haus. Oder hier hinter den Kisten. Und versuche dafür zu sorgen, dass die Gegner nicht defusen. Aber die sind ziemlich dumm, wie ihr seht. Kann ich jetzt meinen Molly da platzieren. Dann können sie nicht diffusen. Und ja, das war es im Grunde. So könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Oder anders. Wir versuchen mal nochmal mit der Ultimate zum Beispiel. Wo ist das Schild? Zack. Mit der Ultimate. Wir kaufen mal eine Schrotflinte. Let's go. Obwohl ich damit verlieren werde. So. Können auch Bereiche absmoken. Okay, ich sehe gerade gar nichts. Hier ist irgendwie keine Karte. Okay, das ist schlecht. Keine Ahnung, wo das jetzt landet. Okay, das landet ganz falsch. Ja, das war ungefähr richtig. Da wollte ich die Smoke platzieren, damit ich hier so nach links pieken kann, ohne dass der Gegner, der vielleicht hier steht, auf mich zielen kann. Der sieht mich halt einfach nicht. Nur um das jetzt mal erklärt zu haben, was ich ja eigentlich gerade gemacht habe. Oh, wo sind jetzt die Gegner? Ach da, tot. Ja, die sind schlecht in Easy. Wir machen das nachher mal auf Hard. Da werdet ihr sehen, da habe ich keine Chance. Okay. Plant.
Gut. Jetzt kommen gleich die Gegner und versuchen zu defusen. Was sie aber nicht schaffen. Zack, das Defuse-Geräusch. Und gewonnen. Okay, wie gesagt, die sind ziemlich dämlich. So, wir versuchen das Ganze mal andersrum. Und das mal auf einem schwereren Schwierigkeitsgrad. Da werdet ihr sehen, werde ich komplett nackig gemacht. Ups. Ja, Exit. Ich muss den Schwierigkeitsgrad erst ändern. So, Schwierigkeitsgrad. Von easy auf hard. Ihr werdet sehen, ich werde jetzt sterben. So, okay, let's go. Wir müssen den Spike defusen. Das ist unsere Aufgabe. Oh, ja, und da war ich schon tot. Oh gosh. Okay, nochmal. Diesmal schaffe ich es. Let's go. Wir kaufen uns eine Waffe. Shield. Und, Okay, da ist keiner. Jetzt kann ich das machen, was ich machen wollte. Hier die Ecke abmollen. Aber er steht da oben. Okay, gut, das war... Ich sag ja auch, schwer schaffe ich es nicht, okay? Keine Chance. Auch schwer, das ist zu heftig. Okay, let's go, Mann. Okay, da ist einer. Okay, er ist tot. Okay, er ist auch tot. Zwei habe ich tot. Drei muss ich, glaube ich, bei dem Modus. Okay, der muss hier irgendwo sein. Dann kann ich meine Ultimate machen. Und hoffen, dass der da stand. Klang gut. Ich glaube, der stand da. Ja, ich glaube, der stand hier. Okay, wir haben es geschafft. Cool. Wir haben es geschafft, auch auf Hard. Was natürlich daran liegt, dass die Gegner selbst auf Hard, die können zwar gut aimen, sind aber trotzdem strunzdumm, okay? In echt ist es nicht so einfach. Logischerweise. Da sind die nicht so strunzdumm. So, Molly und zack, dann muss er da theoretisch raus, sonst ist er tot. Und dann war er tot. Ich habe zwei Todesgeräusche gehört, stand der andere auf der anderen Seite des Containers, auch lustig. Ich glaube, da stand einer. Cool, da stand einer. Lol. Ja, und dann bin ich tot. Wie gesagt, die können zwar aimen wie so ein Gott, aber letztlich sind sie trotzdem strunzdumm. Die sind nicht aus der Molly rausgelaufen. Ich habe ja nicht mal mit dem zweiten gerechnet. Die hätten mich zu zweit getötet, aber na gut. Gut, das war's. Im Grunde, Leave Match, Confirm. Das war's im Grunde mit meiner Erklärung. Ich glaube, das hat sich niemand angeguckt bis zu Ende. Aber ungefähr das ist es, was man macht. Spikes planten und defusen. Aber das Ganze technisch gesehen auf viel größeren Maps. Ich kann euch auch mal eine große Map zeigen. Das mache ich noch schnell. Das dauert ja nur 2 Minuten oder 3 Minuten oder so. Zeige ich euch nochmal eine richtige Map. Icebox ist eine meiner Lieblingsmaps. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal eine Viper. Und dann startet es auch gleich. Ja, und das möchte ich heute, morgen und übermorgen, 21 Uhr mit euch spielen. Ladet es euch runter. Schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wäre cool, wenn wir das mit der Community spielen. Am besten halt nur mit der Community, mit 10 Leuten wäre am geilsten. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann tut mir den Gefallen. Okay, Leute? So, dann bin ich in der Buy-Phase. Kann mir jetzt was kaufen. Ich kaufe mir beispielsweise jetzt mal hier meine Abilities. Dann habe ich nicht mehr genug Geld für Waffen. Schade drum. Könnte ich theoretisch auch wieder verkaufen und dafür dann Waffen kaufen. Will ich aber nicht. Wir kaufen Abilities, weil ich euch die Abilities zeigen möchte. Aber ich kann mir zum Beispiel noch Light Shield kaufen. So, let's go. Da habe ich einen Spike. In 18 Sekunden geht die Runde los. Ich erkläre euch, was zu tun ist. Es gibt, wenn ich die Karte öffne, ein Spot A und ein Spot B. Jeweils mit dem gelben Viereck markiert. Dort kann ich die Bombe platzieren, den Spike. Ups. Den Spike, den ich jetzt hier in der Hand habe. Der Spike, okay? Spike ist hier. Der da. So, den plante ich jetzt. Den plante ich jetzt B-Side, okay? Das mache ich ganz einfach. Ich smoke mir erstmal einen schönen großen Bereich ab. So. Mit meiner Wall. Dann gucke ich, ob hier Gegner sind. Bam, 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 bam. Tot. Next. Hab hier oben abgesmoked, da hinten abgesmoked, hier so abgesmoked. Alles schön abgesmoked. Kann schnell noch planten. Und sollte mich dann wieder verziehen.
Dann kann ich da oben auch nochmal kurz reinmollien, wenn ich das möchte. Dass da oben ja keiner steht. Kann auch hier nochmal mein Dings platzieren. Mein Poison Orb. Dass die mich nicht abaimen können so leicht. Und ja, ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Dann ist hier der Spike, den versuchen die Gegner zu defusen. Dazu müssten die jetzt mich töten. Ich stehe da hinten, tot. Dann gehen die hier hin und defusen den Spike. Kann ich jetzt leider nicht zeigen, aber so könnt ihr euch das Ganze vorstellen. So, der explodiert gleich. Dann müsste ich dann weglaufen, damit ich meine Waffen behalte und nicht sterbe. Ich hoffe, ich schaffe das. Mit dem Messer läuft man ein bisschen schneller. Ja, ich schaff's. So, dann seht ihr die Explosion. Wenn ich da drin bin, bin ich tot. Also, lieber nicht in der Explosion stehen. Okay, das ist ungefähr das, was passiert. So sieht dann eine Map aus. Kann ich euch noch mit Spot A demonstrieren, aber das ist, wie gesagt, eigentlich technisch gesehen genau das Gleiche. Und auf allen anderen Maps läuft es auch ungefähr genauso ab. Ich platziere gleich wieder meine Wall, meine Smoke Wall. Wie heißt die? Die heißt Toxic Screen, okay. Mit F1 könnt ihr die Abilities durchlesen, bei euch dann auf Deutsch. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. So, dann platziere ich hier meine Wall. Quasi hoch. Und dann können mich Gegner, die dort so stehen, zum Beispiel nicht abaimen. Oder Gegner, die da oben stehen, nicht so leicht abaimen. Dann kann ich hier einfach langlaufen, nach rechts aimen, gucken, was da ist, ohne Angst zu haben, dass ich von hier totgeschossen werde. Als Beispiel. Oder dasselbe, ich muss kurz warten, um den wieder zu aktivieren. Dasselbe dann hier. Ich kann hier nach rechts aimen, ohne Angst zu haben, dass hier links groß was Gefährliches sein kann. Okay, nur dass ihr das auch mal gesehen habt. Gut, das war's eigentlich. Dann kann ich hier irgendwo planten, beispielsweise hier. Oder hier. Oder ich kann auch hier oben planten, das ist ziemlich cool. Weil wenn ich hier oben plante, dann kann ich, wenn jemand versucht zu defusen, von hier schießen. Ich kann aber genauso gut, schaffe ich es darüber zu springen? Ja, okay. Dann kann ich genauso gut von hier schießen, wenn jemand defusen will. Und das ist ziemlich praktisch. Genau. Und hier kann ich aber nichts sehen. Also, da müsste ich schon hier stehen. Also, man muss gucken, wo man plantet, damit man natürlich dann auch drauf wirken kann, schießen kann, wenn jemand versucht zu defusen. Gut, das war im Grunde mein Video. 40 Minuten hat sich kein Mensch angeguckt, da bin ich mir ganz sicher. Ach ja, mit T kann man auch noch. Oh. Mit T kann man auch noch was ransprayen an die Wand. Okay. Keep kicking them down. Das war's. So, jetzt habe ich ein bisschen Geld. Ach ja, weil ich gewonnen habe natürlich. Gewonnen gegen niemanden. Kann ich mir dann natürlich coole Waffen kaufen. Könnt ihr auch alle Waffen mal ausprobieren. Könnt ihr auch Leaf Match im Deathmatch-Modus. Könnt ihr auch einfach mal alle Waffen ausprobieren. Könnt ihr hier auf Start drücken. Dann könnt ihr dort einfach mal alle Waffen ausprobieren. Gegen echte Menschen. Und könnt ihr mal gucken, wie er klarkommt mit dem Aim, etc. pp. Gut, das war's soweit von mir. Vergesst nicht, hier unten auf das Manekiken klicken, dann Fischer eingeben und dann Tagline 204. Das ist mein Riot-Account. Let's go. Tschüsseli, danke fürs Zuschauen. Das hat sich niemand angeguckt, ich bin mir ganz sicher. Aber das ist nicht so schlimm. Hey, ich habe das Video gern gemacht. Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wehe, es kommt niemand.